Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ching Chang Chong. Wir sind heute hier bei einem Autohaus, BMW. Ich glaube, ich darf das sagen. Ich kriege ja keine Kohle für die Werbung, also ist das, glaube ich, okay. Ja, und das ist hier heute ein besonderer Tag für mich und auch für unsere Fahrlehrer. Denn die durften sich Autos aussuchen. Ja, gleich, also in 20 Minuten, laufen die auch hier auf und können sich dann ihre Autos abholen, die sich selber ausgesucht haben. Die haben so geile Sachen gemacht wie schwarzer Himmel und LED-Scheinwerfer und was weiß ich da noch. Und ich selber, ich habe auch noch ein paar Features an der Karre einbauen lassen. Aber was genau das ist, das seht ihr in diesem Video. Lass mal gehen. Ich glaube, der Oliver konnte gar nicht warten. Oder der kann die Uhr nicht lesen. Digga, ich freue mich, schön dich zu sehen. Dann können wir gleich reinspringen. Guck mal, da ist der Vincent, der ist auch schon da. Vincent ist der Verkäufer unseres Vertrauens. Er hat mich nämlich gestern Abend angerufen. Das ist der Typ, der die Soundgeneratoren da eingebaut hat. Die haben nicht gepasst. Nein. Ja. Und also ich habe alle drei Kabel verlegt und da als CAN-Bus-System angeschlossen und so weiter. Ist alles drin, alles safe. Will die ihn anschrauben, passt nicht. Vito, egal was du machst. Morgen 17 Uhr, ja. Egal was, und wenn ich die ganze Nacht mit dir da stehe und die Dinger da dran, richtig. Also ja, aber das sind doch neue Autos, da können wir nicht dran rumflexen. Wir dübeln das da dran, es muss halten. Oh, was ist hier das Auto hier? Da. Lass die Karre stehen, das scheißegal. Lass stehen. Um Gottes Willen, ey. Lass stehen! Scheißegal, Alter! Alter! Schmeiß los, euch! Ja, ey! Sieht's aus? Alles gut? Ja. Oh, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab! Das ist schon schön. Geil, mit den Nieren macht halt. Mit den Nieren. Das macht jetzt ultra, ey. Das ist das so pervers. Richtig, definitiv. Das ist so hammer, ey. So ein. Mega, ey. Auch wenn sie von dir auch. Geile Sache auf jeden Fall. Coole Karre, ne? Hab ich euch doch versprochen. Geil, Alter. Aus beiden kommt was raus. Ja. Du hast das nur so eine. Ja, ich war so ein Fake-Ding, Alter, ne? Wo ist denn der Sound? Also alles, was der Golf nicht konnte, das kann er jetzt. Wenn du bei deinem Schlüssel anfängst, du brauchst jetzt echt nicht mehr den Deckel nach oben reißen und kannst einfach auf die untere Taste drücken und der kommt von alleine. Nein. Drück drauf. Länger. Das ist länger. Sowas habt ihr auch? Wie kaputt, das ist ein richtiges Proletending, ey. Ja, der schon, ne? Guck mal, er grinst auch schon, ne? Geile Klappe, Alter. Lange gedrückt haben, ganz lange gedrückt haben, bis er geschlossen ist. Bis er geschlossen ist? Bis er geschlossen ist, weil du bist dafür verantwortlich, wenn er neben dem Fahrstuhl auf den Deckel raus. Einfach hochheben, ne? Gibt es nicht mehr zu entwickeln, einfach hoch. Zweimal ziehen, dann ist das komplett in den Weg. Hier, Twin Power, Turbo. Boom. Boah. Alter Belli, das ist richtig geil. Das ist ja richtig geil. Schwarzer Dachhimmel, Leute. Wenn ihr euch ein Auto mal bestellt, bestellt mit schwarzem Dachhimmel. Vor allem voll pflegeleicht, ne? Pflegeleicht, egal, das ist mega geil. Das sieht ja Bombe aus, ey. Ist das hier hinten USB-C? Ja. Oh, das sind die neuen.
Das sind nicht mehr die alten USB. Oh, normalen Stecker. Wie heißt das? Ah, Black Mamba. Black Mamba Display. Einmal nur auf die Start-Stopp-Taste. Aktiv. Oh. Oh, ich habe diesen alten roten Fahrer. Also BMW baut keine schlechten Autos, aber das sieht schon geiler aus. Brech dir nur nicht den Arm. Siehst du? Ah. Geht nicht weiter? Hat er erkannt? Geht nicht weiter. Ich habe richtig Bock auf die Soundbooster. Genau. Die will ich hören. Immer, ich würde gleich draußen richtig sagen. Mama, okay, ich habe mich aufgeteilt. Der Schlüssel, die da. Au revoir, was ist hier denn? Das ist einfach nur normal. Mega. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so BMW findet und so. Also ich war nie BMW-Fan, bin ich ehrlich. Ich hatte auch einmal ein Cabrio. Aber die Dinger sind schon cool. Die sind schon cool. Ich bin gleich auf die Soundgeneratoren gespannt. Ja. Welcher ist denn cool? Drama. Welcher ist denn? So hört sich das an. Herr Hedwig, bitte zur Rennleitung kommen. Herr Hedwig, die Rennleitung. Ja, ich habe mir einen Gebrauchten geholt. Der ist jetzt nicht ganz so geil wie die nagelneuen Karren hier, ne? Aber bin ich schon ein bisschen neidisch auf die Jungs. Das ist schon eine geile Karren, ey. Meine Fresse. Schwarzer Lachen. Die Rennleitung, die Rennleitung. Tim drückt den Knopf. Ihr dürft nicht vergessen, den Knopf zu drücken. Tim drückt den Knopf. So, nein, du musst anmachen. Jetzt pass auf. Ja. Schön. Super! Klingt doch gut, komm, ich geh mal rauf. Mega! Habt ihr das gehört? Ist das richtig stark? Richtig stark! Richtig stark! Gut investiert! Gut investiert! Gut investiert! Ja, guck mal hier! Gönn ihn mir! Die Wurstlocke! Das ist nicht meiner! Ja, wie finde ich das Auto? Das Auto ist bombastisch einfach. Ne? Es bietet eine neue Ära der Ausbildung. Designtechnisch sieht super cool aus. Allein die schwarzen Nieren, die hier zu sehen sind mit der schwarzen Umrandung, sieht ultimativ cool aus. Das Licht bietet eine neue Ausleuchtung für unsere Fahrschüler. Das ist grandios. Wir haben die Möglichkeit auch noch besser zu schulen, noch aktiver zu schulen und den Fahrschülern eine noch bessere Ausbildung zu bieten. Ja, das ist mein neues Auto. Also ich bin echt sprachlos, ich bin fassungslos. Mir fehlen momentan so ein bisschen die Worte, um das eigentlich so wiedergeben zu können. Ja, ist ein Fahrschulauto, ist unglaublich. Ich bin gespannt, wie sich die Ausbildung darauf verhält. Es ist jetzt ein Unterschied zwischen BMW und Golf, den ich vorher gefahren bin. Qualitativ hochwertig, natürlich brauche ich nicht drüber sprechen. Man sieht das alleine von der Verarbeitung her. Ich bin fassungslos. Ich bin unendlich dankbar, dass ich das miterleben darf und freue mich einfach auf die Zeit, die jetzt kommt. Mega. Ja, also, das war unsere Fahrzeugübergabe-Session, BMW X1, neue Karren, Carporn-Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde die Karren mega. Ich habe die heute auch zum ersten Mal gesehen. Vorher habe ich die nur im Katalog, kannst du so durchblättern und dann sagst du, das will ich. Und wir sind halt mit den Fahrlehrern hier durchgegangen, haben uns alles ausgesucht, beziehungsweise die Jungs haben sich das ausgesucht, so wie die das haben wollten. Und jetzt habe ich die das erste Mal gesehen und ich... Find's gut. Ja, geile Tachos auch und so. Ja, und auch der Sound ist sensationell. Ich freue mich darauf, eine Menge Fahrschüler mit euch auf diesen Karren durchzurocken. Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Diesmal nicht auf dem Friseurstuhl, nicht in einem Autohaus. Wer weiß, wo wir dann sind.
Also passt auf euch auf. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss.